der nächste Weihnachtskalender wird geunboxed. Diesmal habe ich mich entschieden für den Manhattan-Weihnachtskalender. Manhattan habe ich, glaube ich, noch nie etwas ausprobiert. Zumindest nicht wissentlich. Und zumindest auch nicht, seitdem ich sozusagen mich regelmäßig so Coolface-Make-up-mäßig schminke. Und ich bin jetzt total gespannt, was da alles drin ist, ob ich den cool finde oder nicht. Und vor allem bin ich auch gespannt, dann am Ende zusammenzurechnen, was die Produkte einzeln kosten, was der Kalender gekostet hat und was wir sozusagen gespart haben. Vom Optischen finde ich den Kalender irgendwie ansprechend, weil er so ganz anders ist als alle Kalender, die ich bisher hatte. Etwas verspielter, etwas bunter. Ja, finde ich einfach ganz witzig. Sie ist auch am Start. Sie ist gerade sehr, sehr verkuschelt. Ich werde jetzt alle Türchen wieder mit euch zusammen öffnen. Werde euch nicht sagen, was hinter welchem Türchen ist, um euch auch noch die Überraschung zu lassen, falls ihr euch den Kalender auch holt. Ich finde, dass er preislich ganz okay war. Ich glaube, der war sowas um die 50 Euro. Was mir sofort auffällt, ist, dass der innen auch Pappe hat, was ich mega cool finde, weil er ist dadurch einfach super gut recycelbar. Also, wir fangen an mit dem Endless Day Eye Primer. Der ist so anscheinend leicht gelblich, bin ich ganz gespannt drauf. Eyeshadow Intensifier Crease and Smudge Proof. Weiter geht's mit einem High Shine Lip Gloss. Sehr rosig. Ich könnte mir aber vorstellen, dass der ganz cool aussieht, weil der auch so ein bisschen Schimmer-Glitzerpartikel mit drin hat. Und ich glaube, dass das, wie gesagt, ganz cool aussehen kann auf den Lippen. Wie ist es mit euch? Habt ihr schon mal Manhattan-Produkte verwendet? Wenn ja, wie findet ihr sie? Eine Mascara, und zwar die Volume Up Mascara Extreme Black. Die hat so ein Bürstchen, was vielversprechend aussieht, sehr vielversprechend. Die Produkte lassen sich sehr gut rausnehmen. Ich habe jetzt hier noch einen Eye-Mazing Kohl-Kajal in schwarz wahrscheinlich, Cha-Cha Choco. Vielleicht so ein ganz dunkles Braun. Könnt ihr das erkennen, dass die Kappe hier, die ist eher so ganz dunkelbraun, nicht so schwarz. Na, fokussiere nochmal. Mal gucken. Vielleicht behalte ich ihn, weil so dunkelbraune mag ich manchmal lieber als schwarze Eyeliner. Kajales. Maxi Blush. Einen Blush. Powder Blush. Sieht schick aus. Sieht auch wieder genau nach meiner Farbe aus. Relativ hell allerdings. Es ist die Farbe 100 Exposed, was ich erster Eindruck, zumindest bei den ersten 5 Produkten, die ich ausgepackt habe, ganz cool finde, ist, dass das alles originale Produkte sind. Also keine, die extra für den Adventskalender gemacht sind oder in kleineren Größen irgendwie. Weiter geht's. Clean and Free. Einen Liner-Pencil, wahrscheinlich in schwarz. Ja, den werde ich wahrscheinlich weggeben. Falls ihr meine Videos noch nicht gesehen habt, ich mache über alle Adventskalender hinweg ein Gewinnspiel sozusagen. Ich möchte mich einfach gern für euren Support bedanken und dafür würde ich euch einfach bitten, wirklich fleißig auf meinem Kanal zu sein, zu kommentieren, zu liken, vielleicht auch mal einen Hashtag dazu lassen. Wichtig ist immer, dass die Kommentare auch zu dem Videoinhalt passen, weil sonst werden die Kommentare sozusagen über den Algorithmus nicht so gut gewertet. Auch das Weiterleiten meiner Videos hilft immer sehr an jemanden, der mich vielleicht noch nicht kennt. Und unter allen, die immer sehr fleißig bei mir sind, werde ich mindestens einen Adventskalender verschenken. Und zwar keinen jetzt originalen Adventskalender, sondern einen von mir kreierten, und zwar aus den Produkten, die ich selber nicht behalte. Ich habe als nächstes einen Liquid Eyeliner hier drin, vermutlich auch in schwarz. Eyemazing Dip Liner in der Farbe 001 schwarz. Als nächstes habe ich einen Multi-Effekt Eyeshadow. Bei dem bin ich mir jetzt aber nicht sicher, was daran Multi-Effekt sein soll. Außer, dass ich ihn wahrscheinlich auch als Setting-Puder verwenden kann, denn der ist einfach nur weiß. 101C Ice Ice Baby. Also so wie Eis, so wie das Eis und dann Eis die Augen. Lustig. Baby. Also, weiß ich nicht. Wir haben das erste Nagelprodukt, einen Bare Fair, also einen fast weißen Nagellack. Der eignet sich sicher sehr, sehr gut, um einen French Nail zu machen. Bis zu 10 Tage Last and Shine. Hier habe ich nochmal Clean and Free Eye Pencil in grün. Ja, lustig. Soll ich den behalten und mal ausprobieren, was man damit machen kann oder soll ich ihn verschenken? Schreibt mir unten rein und schreibt mir auch dazu, was ich damit machen soll. Das ist doch ein guter Tipp, um an dem Gewinnspiel teilzunehmen. Hier habe ich noch ein Compact Puder, ein Soft Compact Powder Natural Look. Wird wahrscheinlich auch keine Farbe haben, doch 10 Transparent. Hier habe ich noch einen Nagellack in einer sehr, ich sage mal, auffälligen Farbe, die ich aber ultra schön finde. Also richtig schön finde ich die. Das ist die Farbe 970 Beginners Luck.
auch wieder 10 Tage anhaltend. Würdet ihr die Farbe tragen, wenn ihr Nagellack tragen würdet? Weiter geht's mit einem Lippenstift in einer schönen roten Farbe. Das ist die Farbe 980. Und zwar ist es der Lasting Perfection Satin Lipstick. So sieht er aus. Riecht so nussig. Also ist schon stark parfümiert. Ja, brauche ich nicht. Rote Lippen an Weihnachten, perfekt. Dazu die passenden dunkelroten Nägel. Auch eine sehr schöne Farbe, die Farbe 730, Your Favorite. Liebe ich, finde ich ganz, ganz toll die Farbe. Und ich glaube auch, so eine habe ich noch nicht. Weiter geht's mit einem Lip Liner. Lasting Perfection Long Lasting Lip Liner in der Farbe 18, Rose Addiction. Ich denke, diese Farbe wird Programm sein. Sehr schön zum Umranden der Lippen. Sieht schön aus. Gefällt mir gut. So ein automatischer Lip Liner und bestimmt ganz weich. Weiter geht's nochmal mit einem Lipgloss, schätze ich mal. High Shine Lipgloss. Der hat auch so Glitzerpartikel mit drin. 19L heißt die Farbe, schätze ich. So sieht's von nahem aus. Wie findet ihr die Farbe? Geht, oder? Ganz schick eigentlich. Sieht irgendwie aus, als wenn man sie essen will. Einen Bronzer. Natural Bronzer, der sieht sehr, sehr schick aus. Allerdings mag ich nicht, wie der aufgeht. Irgendwie, oder? Sehr stark parfümiert auch. Richtig schöne Farbe, die, glaube ich, sehr, sehr vielen Hauttönen gut passen wird. Das ist die Farbe 001 Sunlight. Richtig schön, darüber freue ich mich sehr. Und wie gesagt, sehr viele oder wahrscheinlich fast alle Originalprodukte. Ich weiß ehrlich gesagt überhaupt nicht, wie teuer Manhattan ist, ob das in der Preisrange bei Maybelline und L'Oreal liegt oder eher so bei Catrice oder so. Ich habe noch einen Lip Liner, ich weiß aber gerade nicht. Nee, der ist nicht doppelt reingerutscht. Wir haben hier diese zwei verschiedenen Farben. Ich hoffe, ihr könnt den Unterschied gut erkennen. Das ist der, den ich jetzt gerade rausgeholt habe. Ich kann übrigens gerade nur mit einer Hand arbeiten, weil die Katze auf meiner anderen Hand liegt. Das ist auch wieder ein Lasting Perfection Lip Liner und zwar ist es die Farbe 94F Penny Brown. Dazu passend noch ein Nagellack. Ist übrigens der vierte Nagellack. Da haben wir jetzt doch einen Kalender, in dem sehr viele Nagellacke drin sind. Ein Super Gel Nail Polish. Schritt 1, so rum. Und zwar haben wir den in der Farbe 027 Sweet Dreams. Ich glaube, die werde ich weggeben, weil diese nudigen Farben machen mich immer so blass. Wisst ihr ja mittlerweile schon, glaube ich. Was haben wir hier noch? Ich schätze mal, doch, ich habe schon mal ein Produkt von Manhattan ausprobiert. Das erinnert mich nämlich gerade daran. Und zwar ist das ein Liquid Lipstick, Liquid Lip Color, Mega Matte, Lasting Perfection, All Day Wear. Den habe ich hier in der Farbe Shopping in Soho. Shop Pink in Soho, 110. Farbe ist gut. Ich weiß aber, dass dieser andere Liquid Lipstick, den ich von Manhattan hatte, ich glaube, der hat sogar die gleiche Farbe wie der hat sich so komisch abgebröselt. Das war ganz, ganz strange. Also der hat erst sehr gut gehalten, sah auch sehr, sehr schön aus. Und dann hat er sich so abgeblättert. Das war nicht schön. Aber mal gucken, vielleicht haben sie jetzt ihre Texturen, ihre Formulierung ein bisschen verändert. Noch ein Nagellack. Und dann ehrlich gesagt auch noch fast die gleiche Farbe. Ich meine, der ist noch ein bisschen kühler als der hier, aber schade. Schade. Das enttäuscht mich, weil 5 Nagellacke. Noch einen Multi-Effekt Eyeshadow in so einer schön dunklen Farbe, so ein Single Eyeshadow. Der eignet sich sicher total gut für so ein One-and-Done-Look. Sieht so leicht schimmrig auch aus. Dass der so leicht schimmrig ist. Er ist ganz schön, aber ich muss ehrlich sagen, ich verwende immer so wenig Single-Lidschatten. Das ist die Farbe Shock Kiss 96Q. Noch ein Nagellack. Ist wahrscheinlich jetzt der Topcoat. Genau, Schritt 2 zu diesem hier. Ja, Super Gel Topcoat. 6 Nagellacke. Wobei ich eigentlich, also den hier verstehe ich, weil sowas kann ja jeder tragen. So ein Topcoat, das tragen ja auch wirklich selbst die, die sonst keinen Nagellack tragen. Naja, und noch ein Lip Liner in so einer schönen knalligen roten Farbe. Habe ich mittlerweile aber auch schon so viele, dass ich den, glaube ich, auch weggebe. Wobei, der ist so schön dunkel. So deep. und ich glaube auch, der passt sehr gut hier zu diesem. Schaut mal, passt sehr gut zusammen. Okay, das waren alle Produkte. So sieht der Kalender jetzt aus, wobei ich hier oben etwas sehr grob war. Diese ganz schmalen Fächer, die sind irgendwie blöd, weil man drückt das hier so ein und dann muss man rechts und links das nochmal separat wegziehen. Das fand ich ein bisschen doof. Ansonsten fand ich das Konzept sehr, sehr cool, hinten einfach so eine Pappverpackung zu haben, weil es einfach natürlich viel, viel umweltfreundlicher ist als Plastik. Ich will nicht enttäuscht wirken.
Jetzt mache ich erstmal ein Wrap-up. Also wir haben einmal einen Eye Primer, einen Liquid Eyeliner für die Augen, so Stifte. Dann haben wir zwei Single Eyeshadows und eine Mascara. Wir haben insgesamt drei Lip Liner, einen Lippenstift, einen ganz matten Liquid Lipstick und zwei Glossy, Glowy, Glittery Lip Glosse. Dann haben wir insgesamt sechs Nagellacke und wir haben ein Setting Puder, ein Blush und ein Bronzer. Also, und ich würde sagen, wir bekommen wahrscheinlich ein Full-Face-Make-up fast hin, wenn man keine Foundation und Concealer dazu zählen muss. Alles in allem ist es einer von den Kalendern, wo mir zu viel Lippen und zu viel Nagellack drin ist. Ich weiß aber auch ehrlich nicht, wie Manhattan sonst aufgestellt ist. Schreibt mir doch sehr gerne mal unten in die Kommentare, ob ihr mit Manhattan arbeitet, ob ihr die Produkte gerne verwendet. Ich bin wirklich ultra gespannt darauf, wie der Wert des Kalenders ist. Ich glaube, ich würde mir nicht nochmal kaufen, weil es mir einfach zu viel Nagel, zu viel Lippen drin ist. Aber grundsätzlich bin ich natürlich einfach gespannt, die Produkte auszuprobieren. Was ich halt aber ganz cool finde, ist, dass das alles Originalprodukte, die man wahrscheinlich auch genauso in der Theke kaufen kann, sind. Und ja, das ist jetzt mein aktueller Wrap-up. Ich freue mich sehr, wenn ihr bei meinem nächsten Video wieder reinschaut. Bis dahin liked gern, kommentiert und teilt mein Video mit euren Freunden, Familien und so weiter. Und ich freue mich schon wieder aufs nächste Video mit euch. Und bis dahin sage ich wie immer, bis bald. Bye, bye.